So, jetzt sind wir auch mal wieder bei DSZ4 bei dem. Es ist eigentlich Tour. Wer ist denn die eigentlich? Heißt es Tour de DSZ4? Du sagst so ein Französisch. Ich weiß gar nicht, mein, es hieße Tour de DSZ4, so ein Französisch. Ich weiß nicht, ich glaube, der WC heute wurde dann übersprungen, oder? Wir können ja mal kurz gucken. Sich nicht. Scheint fällt er heute dann aus und wird irgendwann später nachgeholt. Man sieht immer wieder, das Rating, das geht wieder ins Unendliche. Aber das kommt davon, wenn man 2 Wochen so gut wie gar nicht, vielleicht einmal 2 Minuten und dann keinen Bock mehr gehabt, das Spiel spielt. So kommt es davon. Lati, eigentlich eine Schanze, wie ihr sicher schon wisst, die ich ganz geil finde, aber wie gesagt, naja, für die Bedingungen ein sogar gar nicht so guter Sprung, sogar ziemlich scheiße, wie man hier sehen kann. Zwar noch deutlich durch, aber für einen Einzug in den zweiten Durchgang würde es jetzt damit nicht reichen, wenn die Bedingungen gleich bleiben und auch wenn, wenn auch wirklich alle soweit springen würde es reichen. Okay, Bedingungen sind schlechter. Deutlich sogar. Aber der Absprung war okay. Auch die Flugphase passt ein bisschen kürzer, aber das sollte reichen. Ja, knapp. Sehr knapp. Ja, lustig. Haha. Mensch, bist du lustig. Wir lachen alle. Ich weiß nicht, in welcher Situation das jetzt meinte, aber naja, gut. Der war doch schön. Der war doch schön. Oh Gott, wegen den 2 Zentimetern klaut es uns den zweiten Platz. Aber gut. Tour de DSZ4, doch. Haben sie es eingefrenscht. Aber Tour de DSZ4? Warum? Warum nicht? Warum? Na gut, okay. Also hier muss man jetzt über den HS gehen, um sich meines Erachtens noch vielleicht auch nur überhaupt zu qualifizieren. Ja. Klar. Haben wir ja ganz deutlich hingekriegt. Naja, nicht an den HS, aber ja, 125 hier die Schanze. Also, da kann kleiner Fehler viel ausmachen und naja. Die Schanze ist sowieso so. Wenn man gerade die Schanze drauf hat, dann macht es Spaß, aber wenn man wirklich gerade so die normalen Schanzen fliegt und dann die dann hat, dann findet man die einfach nur Kacke. Das Ganze. Ja, das ganze Design von DSO4 muss man schon sagen, hängt der hinter der Zeit. Auch das hier, das ist ein ganz simples Design. Na gut, simpel ist ja halt immer gleich schlecht, aber ich weiß es nicht. Man hätte vielleicht echt noch ein bisschen mehr gemacht. Also gut, hier, naja, gut, okay. Meinetwegen. Es ist so ein bisschen komisch. Zwar über den HS und das gibt ihm den Sieg. Jetzt wenn man sogar über den HS plus ein halber Meter. Also Chat-Off-Funktion ist immerhin drin, das ist ganz wichtig. Finde ich zumindest, weil rumgespamme gibt es in fast jedem Spiel und deshalb eben. Gut, in manchen Spielen sollte man nicht komplett den Chat ausmachen, aber vielleicht einfach nur ein paar. Naja gut, okay. Nitterndorf. Bei Rückenwind. Naja.
205. Und das war ein bisschen spät, da haben wir uns leicht nach hinten gelehnt. Das sollte doch ganz okay sein. Im Schiefliegen kommen noch 40 weiter. Nee. Nee, 48. Und noch zwei, ja, also doch 50. Ich habe sowieso das Gefühl, dass hier andere Regeln gelten. Sowas mit der Sturzregel gibt es ja, glaube ich, gar nicht bei der, bei dieser Tour hier. Habe ich vorhin gemerkt. Jetzt erstmal. Gott, Alter, der ist jetzt aber gar nicht. Warum kam die Landung so früh, Alter? Stell dir mal jetzt, guck mal, das sind ja ganz locker 90% des 95% der maximalen. Ah, gut, ja. Ja, hier kriegen wir den jetzt, komischerweise. Ich glaube, das war eine Quali, genau. Eine Quali habe ich das gekriegt. Gott, wir hätten ganz vorne mitmischen können. Wenn ich ja die Landung so früh gesetzt hätte. Das war irgendwie ein Missklick, Alter. Sogar ein ziemlich heftiger. Jetzt. Nein, jetzt passiert's nicht. Und da kriegt man keine Punkte. Aber ich glaube, Rating sollte man ein bisschen kriegen. Plus 7, naja, gut. Naja, gut. Diese Chance. Naja, eigentlich finde ich die ganz okay. Zumindest. Oh, das war ein bisschen früh. Das war verdammt früh. Knapp. Ja, klar. Klar. Aber wenn wir den jetzt schlagen, ne? Ah, gut. Ja. Da muss man jetzt schon bei den Bedingungen. 93, 94 Meter. Bin zu aggressiv, deswegen geht der lange nicht so weit. Vielleicht kommen wir durch den Lucky Lu. Ja. Tja, da profitiert Kalle Keltomäki wieder von meinen schlechten Punkten. Naja, gut. Kommt als 36. durch, ne? Oh Gott, so ist es halt beim K.O. So ist es halt. Piccolac. Boah, 1700, was man da. Also gut. 1700, krass. Was? Der hat schon 4000, 1800. Da muss man ja. Oh Gott, da. Wenn man da unter den Top 3 ist, da verliert man dann ja. Ach du Scheiße, Alter. Immer wieder erstaunlich. Jawohl. Ja, komm. Was? Warum reicht die Kacke denn nicht? Haben noch gefunden. Oh mein Gott, Alter. Ja.
Da sind wir auch schon wieder. Und jetzt gucken wir mal. Pate Quinchancheck. So, wo ist denn unser 1800er Freund? Ach, war das der Sliwinski? Nee. War doch. Nee, der hat auf jeden Fall 1800 noch. Alter, jetzt hab. Oh Gott. 1800 wäre vor einem Jahr noch eine neue Dimension gewesen und heute haben es einfach mal drei. Tja, so vergehen die Zeiten. Aber gut. So ist es halt. Das rettet uns nicht. Oder doch? Noch Gott, oder? Es ist einfach zum Kochzen, Alter. Wie gesagt, ich bin in diese Tür für einen fucking Trainingsdurchgang. Bin ich einfach. Also, bei Willingen, wo der Anlauf ewig dauert und du zu früh abspringst, ja. Und dann kommt Park City, wo der Anlauf. Ach Gott, ich bin für einen Trainingsdurchgang. Ganz einfach. Dann werden alle Probleme gelöst. Aber wirklich alle. Aber gut. Wird sich das halt nochmal um 25% erhöhen, die ganze Wettkampflänge und das ist halt schon bei einem Marathon wird sich das halt schon ziehen. Der dauert ja allein schon 2 Stunden und davon nochmal 25% drauflegen. Eine halbe Stunde. Boah. Das wäre heftig. Das wäre heftig. Ja, je länger der prozentuale Anteil bleibt zwar gleich, aber der absolute wird trotz dessen immer höher. Weil war ja Teamspringen in Lahti. Da haben sich ja die Österreicher den Sieg geholt. Aber Olympia ist ja schon vorbei, Leute. Da kommt Sommel zu spät. Aber es war ja auch ziemlich knapp bei Olympia. HS. Nein. Oh, das wird jetzt aber knapp. Das wird jetzt aber knapp. Haltung schon wieder. Boah, die hat mich sogar hier gerettet, Alter. Der hat wohl nicht gekachelt. Der Noob. Ah, nee, ach so, ich bin. Ja, klar. Ich habe mich schon gewundert. Die Haltung war komplett scheiße und ich bin vor dem. Irgendwie, die müssten. Naja, gut. Die müssten eigentlich. Ne? War aber gerade fair, beide waren knapp ein paar Zentimeter unter dem. Hätte ihr nicht gereicht, wenn ich die 4 oder 5 Zentimeter, die es waren, weitergesprungen wäre. Und jetzt wird viel mal davon ausgehen, wenn man besser werden will, muss man mehr Zeit investieren. Aber man wird dann immer doch besser. Man verliert dann zwar Zeit. Und man wird halt auch besser, weil dieses Spiel macht echt die Konstante. Also es kommt meines Erachtens nach, also meine Erfahrung, das kann natürlich auch von jedem anders sein, aber bei mir ist es so, viel spielen, dann ist man in der Zeit, wenn man viel spielt, gut und wenn man dann aber nicht mehr spielt, gut, die Grundzüge behält man, aber die Konstante fehlt halt oder an sich auch das Ganze, man wird halt immer ein bisschen schlechter.
Deswegen also am besten regelmäßig und also auf jeden Fall regelmäßig und vielleicht auch keine großen Unterbrechungen. Also natürlich, was heißt das? Man muss ja natürlich jetzt der Pro-Gamer in DS4 werden, aber damit man vielleicht einigermaßen sein Niveau halten kann. Und man vielleicht auch ein bisschen weiter vorne mitmachen kann. Und auch nicht so tief liegt wie ich gerade. Klar. Ach Gott. Läuft mal wieder gar nicht. Warum zitterst du, Alter? Was ist los? Bist du wieder auf Entzug oder was? Ja, 33 Meter, er ist der Boss. Und meines Erachtens nach, gut, Rating holt man eh immer auf, aber wenn man sein Rating, wenn man gerade wirklich auf einem Peak ist und dann aufgehört hat, lange Zeit zu spielen und den Peak auch halten will, dann halt erst mal lieber wieder mit, was weiß ich, 50 Springern, 3-4 Chancen springen, dass man wieder reinkommt. Aber eigentlich ist es egal, wann Peak ist, man verliert, wenn man dann wieder gut wird, dann holt man es eh wieder, früher oder später. Bei mir ist es aber meistens immer so, Anfang der Weltcup-Season spiele ich viel, dann in der Mitte flacht so ein bisschen ab. Und dann am Ende wird es wieder hoch und im Sommer eigentlich auch nicht gar nicht so viel. Fast gar nicht. Und der geht gut. Tim Schäfer, warum liefst du denn? Na gut, wenn wir total fällen, dann verlieren wir das gegen den Daniel mit Doppel-I. Olaf. Olaf. Okay, guter Wind. Das heißt nur noch den Absprung. Naja. Sah komisch aus, aber den haben wir anscheinend doch ziemlich gut getroffen. Wir sind ins Lucky Loser durch. Menschenskinder Olaf, was machst du denn? So kann es eben gehen, dass man gegen einen 1113er verliert, trotz eines guten Sprungs. Und das war, naja, naja. Und da gibt es halt eben auch die Leute, die ein 1100er Rating haben und halt eben manchmal, wie Leute mit einem 1300er Rating springen, aber manchmal auch Leute mit einem 900er Rating. Und dadurch ergibt es dann der Mittelwert. Und es gibt auch eben die Leute, die springen wie 1100 im Durchschnitt eben. Die fallen nicht immer viel, die springen immer so im Durchschnitt von 1100. Bei mir, da war es bis zu 1300, dass ich erst manchmal mega Flüge rausgehauen habe, aber dann auch den anderen halben Wettkampf einfach komplett gefailt habe. Aber komplett einfach nur. Komplett. Dann halt meistens immer erst Rating runter und dann wieder hoch oder halt eben umgekehrt. So, komm, hier sind wir jetzt durch. Also, dass man in DS4 20 Sekunden zum Laden. Also, gut, ich will nur nicht sagen, die Welten, weil Welten ist ja immer so ein Begriff, der jetzt so aus Minecraft kommt, aber das Ganze. Landschaft und die ganze Welt, sagen wir mal, in dieser ist schon ziemlich groß. Man guckt, man kann ja gucken mal hier so. Die geht da hinten schon ziemlich weit raus. Oder ist da schon Ende? Ich weiß es gerade gar nicht. Müssen wir mal analysieren. Ach Gott, aber wir sind durch. Wir sind durch. Das ist die Hauptsache. Da kommt sogar einer als 41, als 5. Ja gut, der ist gestürzt. Naja. Ah, stimmt, als letzter kann man ja gar nicht durchkommen. Ja doch, doch, theoretisch schon. Das war wieder ein erstklassiger Flug, wenn man hier gesehen hat. Theoretisch kann man das schon, wenn. Oh, wir holen sogar noch Plätze auf. Wenn halt beide so schlecht waren, dass sie beide auf dem letzten, ist natürlich unwahrscheinlich, dass sie beide auf dem letzten Platz sind und dann kann man doch weiterkommen, obwohl man letzter Platz ist.
Das wird schon gehen. Ja, wird schon gehen. Okay, wo kommt Bad Mitterndorf war schon. Villach kommt auf jeden Fall. Ja, gut, das kommt jetzt. Lillehammer kommt, glaube ich, noch. Kusamo kommt auch noch. Und Kuyamo Engelberg. Oh, das war früh. Ja, der Aufwind hat uns nochmal hochgepusht, aber der hat jeden hochgepusht. Ja, das war's. 97 Meter an sich ganz gut, aber bei 97 Metern, die alle haben, bringt uns das eben nichts. Auch komisch, dass der Entwickler des Spiels. Ja, gut. Ich weiß nicht, Entwickler, sind Entwickler meistens gut? Wie ist denn das bei Mario Kart? Sind die Entwickler dann einfach die Bosse oder können die da. Ich weiß es gar nicht. Mario Kart weiß ich nur, dass man, wenn man eben gegen die ganzen Japaner spielt, dass die ja irgendwie die ganzen Abkürzungen kennen. Das weiß ich. Der Beste, vielleicht der beste Finne. Na, geht schlechteste, würde ich nicht sagen, aber. Und er gewinnt. Nee, das wär's jetzt. Ja gut, okay. Close, ja. Verdammt close. Verdammt. Na, doch bester Finne, könnten wir. Also ich. Ich bin mir auch sowieso sicher, dass ein normaler Spieler. Also, je nachdem, was man als normalen Spieler definiert, aber ein normaler Spieler, was weiß ich, der. World of Warcraft, Call of Duty, Battlefield spielt. Der würde das Spiel auch an sich so hassen. Also, was heißt hassen? Er würde es auf jeden Fall nicht dauerhaft spielen, weil. Nicht nur, weil das Spiel an sich Skispringen ist und Skispringen sowieso nicht immer so richtig anerkannt wird. Weil anerkannt wird schon, aber. Oder, also, ich weiß es nicht. Und auch an sich durch das ganze Grafik und durch das ganze Chat. Ich weiß es nicht, aber ich denke mal, es wird nicht wirklich jemandem, der so Standardzeug spielt, gefallen. Das heißt gefallen. Er wird es durch allein, weil es Skispringen ist, vermutlich sowieso wird es den gar nicht interessieren. Ja, klar. Ach Gott, das ist schon wieder meine beste Chance und ich laber wieder komplett sinnloses Zeug und fällt dadurch meinen Sprung. Klar, natürlich. Klar. Mann, oh Mann, oh Mann, Alter. Am besten wäre, ist so vier Spielen, volle Konzentration und nachkommentieren. Das Problem ist aber, dann müsste ich einfach kürzere Folgen machen, weil 40 Minuten aufnehmen, gut, ich würde sowieso spielen, das ist nicht so schlimm, aber dann nochmal 40 Minuten nachkommentieren, das weiß ich nicht. Es würde mit Sicherheit ziemlich schwer werden. Es würde mit Sicherheit ziemlich schwer werden. Bin ich mir sicher. Die Möglichkeit hätte ich, klar. Das ist ja ganz easy eigentlich. Holt man sich so Audacity oder so ein Kack und dann läuft es schon. Aber 40 Minuten ist halt ein ganzes Stückel. Ja. Das ist halt schon ziemlich viel. Ich würde dagegen nichts sprechen. Oder man. Naja. Aber nach 19 Hügeln 1100 Punkte hat, dann kriegt man im Durchschnitt 50, ja. Oder der Alex Galle ist da. Hier, hab komplett vergessen. Ach, ich hab die ganze Woche vergessen, Alter. Die Chance finde ich auch nicht schlecht, aber sie ist halt so eine. Ich finde da so eine typische Sprungschanze, man kann halt so wirklich fliegen und so. Das ist dann eher so Kusamo, Sapporo, Oberstdorf, Bad Mitterndorf. Planitzer ist für mich einfach nicht mehr fliegen. Also ich finde,
Haraschuk wird auch so immer so ein bisschen tief, so ein bisschen krampfartig. Und Haraschuk ist einfach nur, du springst ab, bist 5 Milliarden Meter in der Luft und knallst auf den Boden und dann stürzt du. Jedes Mal einfach. Also, Planetzer bin ich froh, dass die Kacke schon vorbei ist. Das geht hier ja gar nicht, das habe ich schon gemerkt. Boah, 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 der ist auch noch hoch dran. Und er steht ihn auch. Das war doch ganz okay. Und damit hauen wir ihn in die Lucky Loser Liste. Bumm. Aber der ist durch. Karl Anton Lönnrot, Schwede. Bist du der? Schwede. Mann, Alter. Finne. Ich meinte, der war. Ach, obwohl kann sein, dass der auch schon immer Finne war. Ich bin mir gar nicht sicher. Aber irgendwie habe ich in Erinnerung, dass doch mal Österreich. Aber gut, vielleicht. Erinnere ich mich doch einfach nur falsch. Und boom. Nochmal eine gute Platzierung. Zum Ende hin kommt den Podestplatz. Hol mal unten. Ah, da springt noch ein guter. Und der muss. Läuft bei uns. Oh, Alter, 1200er Rating nur noch. Aber jetzt haben wir wieder die 1300 zurück. Das kann ich euch sagen. Was kommt denn jetzt noch? Lille haben wir beide, glaube ich, sogar. Und Bischofshofen, die große. Da wird noch Lille haben wir beide. Jetzt sind wir bei der 21. Chance, da kommt nur die 293. Was fehlt noch? Weil die Firmen, die kleine, stimmt. Die fehlt auch noch. Die fehlt auch noch. Also erstmal, die Chance ist sowieso, also. Sie ist meines Erachtens nach eine der schwersten Chancen. Weil auf der hängt wirklich scheiß viel vom Absprung an. Ich weiß nicht, Flugphase? Ich weiß nicht, könnte es gar nicht beurteilen, wie wichtig die hier ist. Aber Flugphase ist eigentlich immer ziemlich wichtig. Absprung in Bad Mitterndorf, finde ich, ist jetzt nicht so wichtig. In Bad Mitterndorf, da kann man auch ruhig ein bisschen zu spät. Kommt noch ruhig ein bisschen zu spät springen. Wieso? Ich habe Jo geschrieben und es kommt nicht. Heißt es, dass mein Internet abgeschmiert ist? Wir werden es gleich sehen. Oder könnte sein, dass die DSJ4 Server down sind. Doch, da kam es jetzt. Mit ein bisschen Verzögerung. Ein bisschen viel Verzögerung sogar. Oder es gibt manchmal, dass man nur so ganz kurz so einen Ping Spike hat, einen Ping Spike, und den hatte ich vielleicht gerade und man hat es halt ein bisschen verzögert. Vielleicht aber auch nicht. Aber der ist gut. Ja, er war gut und wir fallen mal. Ach Gott, ich verstehe das nicht. Ich verstehe es nicht. Punkte und 28. insgesamt. Okay. Die Chance kommt, war mir noch klar. Yuichi Ono ist auch mal da. Jetzt müsste es. Ja. Tja, der hat sogar, glaube ich, vor mir angefangen, oder? Der Hubexel P. Ich weiß es gar nicht. Hat er vor oder nach mir angefangen? Muss ich mal gucken. Ich weiß es gar nicht. Was wollte ich gerade sagen? Ach Mist, ich hab's schon wieder vergessen. Ich hab's echt total vergessen. Oh, Merette, die Flamerin. Ja, du läufst auch schon seit 2-3 Wochen gar nichts mehr. Ja? Nein, du springst nicht mit mir, du springst gegen mich. Und ja, und na, das könntest du sogar gewinnen. Oder der. Ich weiß nicht. Ach so, er springt noch. Das kann sie nicht verlieren. Scheiße, Alter. Die wird. Ach, fuck, Alter.
Peinlich, peinlich, aber gut. Aber gut. Hat er vor allem ein gut aussehen in Sapporo. Sonst auf all meinen Lieblingsschanzen gefehlt. Bad Metterndorf, Oberstdorf, Kusamo, Lillehammer, die Kleine. Was kommt, würde ich sagen. Weil die Firma, oder? Ja. Pam. Habe schon wieder richtig geraten. Oh, die Bedingungen. Ja, komm, jetzt fahren wir nochmal einen Sieg ein, oder? Wir fahren noch einen ein. Und schlagen die 1800. Ja gut, Qualifikationen sollte man überstehen. Und die über. Alter, ne? Oh Gott, das ist zum Kotzen, Alter. Ich kann schon wieder flamen, Alter. Ich kann schon wieder so flamen. Ach genau, ich wollte zum Yuichi was sagen. Der hat es aber auch schwer eigentlich dann zu spielen, wenn die ganzen Europäer kommen. Ja gut, am Wochenende eigentlich nicht, weil gut, er muss halt ziemlich früh aufstehen, weil ich glaube, wenn bei uns am Samstag der Wettkampf startet, ist es bei dem 6 oder 5 Uhr oder so. Und mittwochs, ich weiß nicht, wie alt er ist, aber mittwochs ist es sowieso ziemlich schwer. Oder auch wenn er Arbeit oder Schule gehen muss, dann ist es um 19 Uhr, dann ist bei dem 5 Uhr, dann muss er halt schon um 5 Uhr aufstehen und ist vor der Schule. Am Wochenende wird es eigentlich gehen, aber dann müsste der halt so ziemlich früh aufstehen und das ist am Wochenende. Also, der Panabend ist schwer, aber das Problem ist, es wird halt mit DZ4 noch keinen Sinn machen, über League of Legends einfach Server für verschiedene Reaktionen, für verschiedene Regionen zu machen. Zum Beispiel Nordamerika, Europa, Südamerika, Südkorea haben sie. Japan hat keinen eigenen, weiß ich auch nicht warum. Ozeanien haben sie noch. Wird halt bei diesen vier überhaupt keinen Sinn machen. Für Europa einen eigenen Server, ja, da spielen schon genug, aber Nordamerika, da würden dann durchschnittlich, was weiß ich, zwei, drei Leute sein. Japan oder Asien, vielleicht noch weniger. Dann Ozeanien, Australien habe ich bisher, also vielleicht einmal habe ich in Australien gesehen, vielleicht. Vielleicht aber auch nur, ich bin mir gar nicht sicher. In Südamerika so wie guten Brasilianer, oder gab es glaube ich einmal. Ich bin sowieso ein bisschen interessiert, wie das bei DSJ4 läuft, weil bei, gut, bei, ich bin mir ziemlich sicher, bei League of Legends müsst ihr nämlich alle gleichzeitig spielen und deswegen müssen die alle Signale von ihren PCs, wenn die auf die Maus drücken, an den Server weitergeleitet werden. Und bei DSJ4, und dann ist halt eben eine kleine Verzögerung. Du drückst und erst nach 15 Millisekunden passiert das, was du halt gedrückt hast. Und bei DSJ4 ist es ja eigentlich, glaube ich, nicht so. Glaube ich zumindest, bin ich mir nicht sicher. Es ist ja nicht so, dass du auf den Absprung drückst und erst dann 10 Millisekunden oder 30 Millisekunden später, je nachdem, wie halt die Latenzzeit ist, springt der erst ab. So ist es ja, glaube ich, nicht. Glaube ich. Vielleicht ist es doch so, ich bin mir nicht sicher. Erstmal springen und dann weiter labern. Bei DZ4, aber wie machen die das denn dann? Der kann doch eigentlich nicht einen komplett allein springen lassen. Dann könnte er den Sprung schnell mal durchhacken und dann. Also ich weiß es nicht. Es ist glaube ich jetzt so, ich bin jetzt quasi in einer eigenen Offline-Sprung und das Ergebnis dieses Sprungs wird dann einfach an den Server gesendet. So ist es glaube ich. Und das ist halt das Problem. Man könnte jetzt ja einfach irgendwie was manipulieren und dann ein gefaktes Ergebnis an den Server schicken und schon ist man 2 Meter weiter. Oder was weiß ich, ein Punkt besser. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch wirklich so, dass es über League of Legends mit einem Ping ist, aber das glaube ich eher weniger. Weil da hätten die ganzen Japaner so eine Latenz, die würden springen und erst nach 3 Sekunden dann. Das, nee, das geht glaube ich gar nicht. Aber. Wie gesagt, ich kenne mich mit diesen ganzen Connections und Trades oder Tracer, wie heißen die man. Also keine Ahnung. Aber eigentlich ist es auch komplett egal. Hauptsache man kann gescheit spielen. Ich glaube, da hätten auch so Leute mit. Es gibt jetzt ganz viele Leute, die haben scheiß Internet. Die hätten da schon so rumgeflamed. Bin ich mir sicher. Naja gut. Dann war es jetzt mit diesem Wettkampf. Naja. Einmal Podest, weiß nicht so geil, aber.
Ich habe mir gedacht, 2 Wochen oder was weiß ich, 2,5 Wochen kein DSF4, da muss mal wieder was kommen. Aber gut. Denk mal, war ganz okay. Hab vielleicht ein bisschen mehr gelabert. Vielleicht auch nicht über so relevante Sachen für DSF4, aber das läuft schon. Naja, gut, dann sehen wir uns wieder. Vielleicht morgen noch. Dann nächste Woche bin ich im Urlaub. Und dann vielleicht wieder nächsten Samstag beim World Cup A. Jo, gut. Bis dahin oder bis morgen. Tschüss.